noch mal so ein Grablicht bekommen, also neues, und guckt euch mal an, was da für Batterien drin sind. Die sind nach einem halben Jahr sind die Dinger leer. Mit zwei, da sind zwei solche Batterien drin. Speistegereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Ich habe jetzt mal gemessen. Das Problem ist, also verbrauchen tut es 3 mA ungefähr. Aber leider nur bis 2 Volt. Wenn ich jetzt an Labornitz die Spannung ein bisschen runterdrehe. Also bei 1,8 ist definitiv aus. Ne, das geht nicht mehr. Naja, bei 1,8, da kann ich ja eine Batterie nehmen und baue in das Ding einfach einen Joule-Dief ein. Hm. Also ein Action-for-Free-Joule-Dief natürlich. Mega sparsam und so. Hm, das machen wir. So, dann bauen wir mal ein kleines Joule-Dief. Erstmal einen kleinen Verrittring, Verrittkern, was ihr auch immer habt. Ein Stab müsste auch gehen, geht auch. Und ich nehme jetzt in meinem Fall total übertrieben 0,4er Draht. Ihr könnt wesentlich dünneren nehmen. Ist aber beschissener dann mit dem Wickeln und so. Deswegen nehme ich dicken. Ich bin faul. Ja, und den einfach zwei Drähte parallel. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal 6-9 cm irgend sowas. Und dann parallel drauf wickeln. So, dann habe ich jetzt 2x6 cm hier. Sieht man ein bisschen schlecht. So sieht man es besser. Und hat mir die jetzt hier so zusammengebogen und dann wickel ich die beide in dieselbe Richtung und das ist dann die Mittelanzapfung, ne? Dass wir unsere drei Pins fürs Joule-Dief haben, zeige ich euch dann gleich. Also ne, das ist der, das was zusammengedreht ist, sind die zwei Enden einfach zusammen. Also ich habe jetzt die erste Seite gewickelt, wie gesagt, ihr könnt es einfach parallel wickeln, einmal ringsrum. Oder macht so wie ich die AVF-Wickelung, anfangen mit Wickeln. Dann die Mittelanzapfung und dann so weiter wickeln, wie ihr hier gewickelt habt. Ne? Aber nicht übereinander unten. Ne? Unten dann Hälfte, Hälfte, maximal knapp nebeneinander und dann den Rest schneidet euch ab, was übrig bleibt. Okay, die andere Seite ist jetzt ein bisschen weniger geworden, die Wicklung. Ist noch ein bisschen mehr Draht übrig. Das heißt, wir nehmen die als, nehme ich jetzt für Kollektor. Ne? Also die, wo weniger ist, dann für einen Trigger. Das ist aber, ich glaube, bei der Geschichte ist es, glaube ich, egal. Na gut, BC547, 10 bis 100 NF Conti und 1 Mega Ohm Vorwiderstand, das Ganze als Joule-Dief verbasteln und hier irgendwie reintüdeln. Das mache ich jetzt aber ohne Kamera, bis gleich. So, ich habe jetzt mal einen ersten Test hier aufgebaut. Ihr seht es nicht ganz so viel, weil ich will euch mal was zeigen. Und zwar Messgerät im 200 mA Bereich. Wenn ich jetzt auf die Schaltung Plus gehe, Minus, leuchtet nichts. Jetzt stecken wir um auf 10 Ampere Bereich. Also kurz und knapp, das Messen könnt ihr euch sparen. Das funktioniert nicht. Jetzt auf 10 Ampere Bereich. Leuchtet wieder nicht. Und angeblich 440 mA. Hm. So, jetzt tun wir mal das Messgerät raus. Und gehen direkt dran. Huch! Da leuchtet doch was. Oh, jetzt geht's sogar. Jetzt habe ich einen guten Punkt auf ziemlich hell. Ja, Ampere. Hm. Also das Ding sagt hier nicht so ganz viel. Hier sind wir bei 1,2 Volt. Das ähnliche Problem, was ich jetzt noch habe. Das heißt, wartet mal, ich gehe mal mit euch zusammen rum. 1 Volt. 0,5 ist auf jeden Fall aus. Ich krieg's gerade nicht hingestellt. Ihr seht das ja gar nicht, oder? So wie jetzt. Huch. Also 0,8 ist schon aus, wobei. Na, seht's, 0,9 ungefähr geht's an. Ja. Da ist es aber halt noch nicht so hell, wenn wir jetzt auf 1,5 gehen. Was ja die Batterie hat, vielleicht zeigt es dann auch was an. Dann ja, ist schon ein bisschen leuchten sogar. Ich könnte mir sogar noch ein bisschen runter. Ah, es bleibt bei 0,0, Jungs. Hm. Ich kann jetzt höchstens in dem Modus nochmal probieren, auf 10 Ampere zu messen. Das muss ja eigentlich gehen. Das gibt es sogar noch. Ne, guckt. Geht das? Kann es nicht messen. Hm. Ja, gut. Das Ding sagt 0. Ich weiß nicht, ich schätze mal, es wird schon ein bisschen was. Na, wartet mal, ich habe noch ein anderes Messgerät. Moment. Danke.
Jungs, sind irgendjemand am Start? So, ich hab jetzt mal das Messgerät vom Astra, das vom NBN gesponserte. Also ein bisschen genauer. Und da haben wir dasselbe Problem, aber ich habe mal was Lustiges festgestellt. Ne? Also das ist jetzt hier das Messgerät hier oben. Ihr seht es jetzt so gleich. Ich gehe hier an den Minus. Es leuchtet nichts. Aber hier zeigt es an. Warte mal, ich bin schon dran. Jetzt. 5. Es müssten dann 5 Milliampere sein. Und das zeigt jetzt an 16 Milliampere. Leuchtet aber nicht. Ne, das hatte ich ja auch in meinen Videos hier, Action for Free, Jewel Thief und so, hatte ich das auch schon ein paar Mal gezeigt und erwähnt, dass man das eben, ja, ich bin zu blöd zum Messen, ne? Könnt ihr mal nachbauen, vielleicht könnt ihr was messen, keine Ahnung, ich bin zu dumm, funktioniert nicht, weil wenn ich jetzt ohne Messgerät hier, zack, gehen wir ran und läuft. Ich kann es einfach nicht messen, was das Ding verbraucht, aber laut dem nix, ne? Ich hatte schon ein paar, wo ich gemessen habe. Ich könnte jetzt ein Conti, oder? Nein! Ich könnte jetzt ein Conti reinmachen. Und zwischen Conti und Labornetzteil messen. Also wenn ihr ein ordentliches Labornetzteil habt, könnt ihr den Trick machen. Das geht in meinem Fall nicht, weil das einfach nur ein Step-Down ist, der hier drin versteckt ist in diesen alten Receiver hier. Na gut. Ich tüdel das jetzt hier mal noch ein bisschen zusammen. Und, aber das, ich würde sagen, funktioniert. Ich spiele das bitte nochmal ab. Ja, warte mal. Das ist ganz wichtig, darfst du nicht vergessen. Hä? In jedem Schaltung muss 10 Ohm Widerstand. Oh nein! Elektronik, Ruhe jetzt! So, hier seht ihr nochmal das sagenumwobene Innenleben. Einfach nur das Potti, unten drunter seht ihr den Conti, das Orangene. Ja, hier verstreckt sich der Transistor, hier, Diode. Ja, ich habe das einfach hier an den Pol mit rangelötet und so. Und auf der Rückseite versteckt sich der Ferrit. Den habe ich jetzt einfach, weil ich den direkt hier mit an Eingang mit dran gemacht habe. Plus Eingang, ne? Und LED-Ausgang minus ist plus Eingang, ne? Action for Free, Jewel Thief halt. Ihr wisst ja Bescheid. Dann machen wir hier die Batterie nämlich rein und gucken mal hier. Und das Lustige ist, da ist noch ein Vorwiderstand, die Lümmel. Da kommt natürlich auch noch raus. Rotz, brauchen wir nicht. Wird überbrückt. Das ist noch ein bisschen heller sogar. Ne? Und wie gesagt, messen kann ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Funktioniert. Ich muss jetzt mal ein bisschen einkleben und so. Bis gleich. So, ich habe jetzt noch mal die Idee gehabt, dass wir von der Batterie direkt mal in die Schaltung messen. Also Batterie plus auf dem Plus und Minus hier am Messgerät. Es leuchtet nicht. Und angeblich zieht es 50 mA. Hm. Du Lügenschwein! So, das Stück Draht ist übrig hier. Habe ich nicht drauf gewickelt gekriegt. Ich habe jetzt den Schalter und den Widerstand noch überbrückt, weil es ist denn das, schaltet ja nur die LED ab, nicht das Jewel Thief. Und ja, es soll ja eh ewig laufen. Kern hier noch angeklebt. Ne? Hauen wir jetzt mal die Batterie, seid ihr bei der Hochzeit mit dabei. Ne? Zack. Das ist wie gesagt auch noch mal ein ordentliches Stück heller. Aber leider ist nicht am Flackern. Ich dachte, das ist eine Flacker-LED. Aber es ist egal. Ne, wir haben einfach bessere LEDs. Zack, zack, zack. Fährt Schusterlack. Jetzt kannst du hier rummerren und was. Alles scheißegal. Und da hier ab und zu doch Wasser eintritt, Schwitzwasser oder so, da ich den Schalter eh nicht mehr brauche, hier kann ich jetzt, mache ich das nochmal auf. Und ich klebe mir das hier ein. Kommt ein bisschen Klebeband verkehrt rum drauf, dass das wie eine Dichtung abgedichtet ist und dann wird hier noch mit Heißleim zugeklebt der Schalter. Dass es dann nur wasserdicht ist und ja, mal gucken. Schreib mal das Datum unten drauf und so, mal gucken, wann es ausgeht. Wahrscheinlich so in 30 Jahren. Tschüss.